Freunde und herzlich willkommen hier bei Levels Cut 12. Ich begrüße euch zu einem frisch geschaut Video. Heute mit meinem kleinen Freund hier, dem Koala Bär, zu dem Film da hinten. Das ist nämlich Sing 2. Ja, den habe ich mir gerade frisch reingezogen und werde jetzt meine Meinung kundtun. Warum habe ich diesen kleinen Koala Bär in der Hand? Im Film spielt natürlich auch ein Koala Bär die Hauptrolle. Sehen die sich ähnlich? Boah, würde ich schon sagen. Zumindest die Nasen sehen gleich aus. So, mein kleiner Freund, du wartest mal da hinten. Übrigens eine sehr schöne Figur von Schleich, dieser Koala Bär. So, passt da hinten super hin. So, ja, der zweite Teil, Sing 2, die Show deines Lebens. Wieso hier keine 2 draufsteht auf dem Cover, verstehe ich jetzt nicht. Oder ich sehe hier keine 2, wo ist hier eine 2? Ja, warum schreibt man nicht hier eine 2? Schon ein kleiner Kritikpunkt. Ja, die Charaktere aus dem ersten Teil sind wieder zurück und haben mittlerweile eine Show in seinem Theater, eine erfolgreiche Show. Und zwar, es geht um Alice im Wunderland. Kunterbunt, Freunde, wird sehr schön gesungen, getanzt und pipapo. Und da kommt eine, kann man so sagen, eine Expertin in die Show und verurteilt die Show, ob sie gut ist oder nicht. Und Freunde, es passiert so, die Show gefällt den Expertin nicht und es muss natürlich der kleine Koala Bär erfahren, warum. Und dann machen sie sich auf den Weg zu der großen Stadt Red Shore, wo sie dann halt vor einem weißen Wolf vorsprechen oder vorsingen, vortanzen und dort eine Show zu bekommen. So kann man die Story kurzerhand beschreiben. Zu den Animationen, Freunde. Animationen natürlich bei so einem Tierfilm. Tiere, was haben Tiere am meisten? Natürlich Fell. Da kommt zum Beispiel der neue Löwe hinzu, der eine richtig geile Mähne hat. Und vom ersten Teil kennen wir natürlich hier diverse Charaktere. Das Stachelschwein, der Gorilla und die beiden Schweine hier. Und natürlich der Elefant mit der wunderschönen Stimme. Ja, Fellanimationen sind hier wieder gelungen, Freunde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die animationsmäßig da hingelegt haben. Sogar besser als der erste Teil. Beim ersten Teil hatte ich ja so ein bisschen kritisiert, dass, sagen wir mal, die Außenaufnahmen so ein bisschen von den Farben her zu grell waren, zu komisch, zu hell. Ja, hier passt es richtig. Das haben sie, glaube ich, verbessert, denn hier habe ich jetzt nichts Negatives gesehen, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht so passend. Animationsmäßig hat es mir doch gut gefallen. Ja, übrigens, Red Shore, hier sehen wir nochmal den Namen dieser Stadt, die so ähnlich wie Las Vegas ist. Zu den Synchronsprechern, original, fange ich mal mit originalen Synchronsprechern, da fällt mir natürlich als erstes direkt sie auf, sie wird gesprochen von Reese Witherspoon. Ich finde ihre Filme richtig cool. Elle Woods. Reese Witherspoon. Und dann, Freunde, der Löwe wird von keinem anderen als Bono gesprochen, von YouTube. Genau, YouTube. Ich wollte schon sagen YouTube. Nein, YouTube. Und Originalstimmen passen natürlich auch alle sehr gut. Haben sie gut ausgewählt. Da gibt es zum Beispiel auch andere bekannte Stimmen. Natürlich auch Sänger, die auch singen müssen. Zum Beispiel Scarlett Johansson, glaube ich. Und so weiter und so fort. Im Deutschen haben wir mit der Koala Bär von Bastian Pastewka gesprochen. Ist ja auch ein sehr bekanntes Gesicht.
Ich werde übrigens ein paar Trailer dazu in der Beschreibung verlinken, falls ihr Bock habt, um zu sehen, wie die das synchronisiert haben. Ansonsten der Löwe natürlich, der wird von Peter Maffay gesprochen. Auch eine Kultlegende, Freunde. Ja, also Synchronsprecher ist mir jetzt nichts aufgefallen, so Negatives, wo ich sagen muss, okay, der passt nicht oder die passt nicht. Alle Stimmen passen eigentlich. So, jetzt kommen wir zu. Übrigens sieht die Blu-ray-Disc so aus. Auch ein sehr schönes Design, finde ich. Ja. Und übrigens, Sprachen ist mir ein bisschen zu wenig hier. Also Universal, da passt doch viel, viel mehr drauf. Ich meine jetzt nicht nur Türkisch, ja. Ihr könnt, hätte ich gerne Türkisch gesehen, aber nur Deutsch und Englisch drauf zu packen in Dolby Atmos, da hätte man locker diverse andere Sprachen, unter anderem Türkisch, raufpacken können. Untertitel haben wir auch nur Deutsch und Englisch. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Der Film dauert 110 Minuten. Ihr seht das Format. Jetzt kommen wir zu dem Bonusmaterial, Freunde. Das Bonusmaterial hat mich, glaube ich, ein bisschen besser unterhalten als der Film selber. Allein schon wegen den zwei Movies, die Mini-Movies. Da habe ich das Gefühl, irgendwie, dass diese Mini-Movies mich viel mehr unterhalten als der Film, der Hauptfilm. Und man hätte aus diesen zwei Filmen auch richtig lange Filme machen, also richtige Filme machen können. Zum Beispiel fängt es an mit Gunthers Eis. Das ist so ein vierminütiges Mini-Movie, wo halt Gunther hier, dieses Schwein, wird hypnotisiert und er denkt, er ist der James Bond persönlich. Ist richtig witzig gemacht. Fand ich richtig nice. Im zweiten Film haben wir hier den Jack. Ein tierisch anziehendes Mini-Movie, auch 4 Minuten. Da wird halt versucht, mit dem Jack eine Werbung, diverse Werbung zu drehen. War auch sehr witzig. Also irgendwie hätte man aus diesem Charakter auch einen Film machen können. Aus ihm zum Beispiel James Bond, das Schwein zum Beispiel. Ja, warum nicht? So, jetzt kommen wir zu einem anderen Bonusmaterial. Da fängt es an mit Outtakes. Das sind 2 Minuten. Werden zum Beispiel Synchronsprecher, wie sie dann sprechen, gezeigt. Unter anderem Reese Witherspoon. Dann kommen die Animatoren dran. In 4 Minuten 30 erklären sie halt den Film. Das ist dann das. So, dann geht's weiter zum Mitsingen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. 6 Songs. Mal so. Mal hier. Ja. Da sehen wir 6 Songs, Freunde. In 15 Minuten können wir dann Karaoke machen. Ja, das ist auch, finde ich, immer sehr, sehr gut. Gerade bei so einem Film, wo sehr viel gesungen wird. So, dann in 18 Minuten haben wir dann 6 verschiedene Videos, wie man tanzt und andere Sachen. Ja, erst zeigt uns die Choreografin des Films, wie man diverse Tänze aus dem Film nachtanzt mit 2 Kids. Tanzt sie uns das vor und wir können dann lernen, Freunde. Dann wird die Bühne gebastelt. Man kann eine Bühne basteln. Dann wird an den Kids Make-up gemacht. Make-up und dann kann man sich ein Mikro basteln. Ein Kostüm, man kann sich die Kostüme basteln und schließlich ein Raumschiff, Freunde. Also 18 Minuten hat man sehr, sehr viel gebastelt, denke ich mal. So, und dann geht's weiter. Die Stimmen von Sing 2 in 6 Videos, insgesamt 11 Minuten, werden dann die Synchronsprecher wieder vorgestellt. Und dann haben wir diverse Videos. Ja, das ist dann aus dem Zeichenraum. Da stellt uns der Regisseur und Schreiber des Films Garth James diverse, ja, zum Beispiel wieder Choreografie. Dann, was ich auch sehr, sehr gut fand, wo er dann in 10 Minuten uns Paris gezeigt hat, ein kleines Vlog gemacht hat
auch sehr interessant. Insgesamt haben wir dann 36 Minuten diverse Videos aufgeteilt aus dem Zeichenraum. Und schließlich haben wir dann, wie zeichnet man, 5 verschiedene Charaktere werden in 13 Minuten euch vorgezeichnet. Und das war dann halt das Bonusmaterial. So, wie gesagt, Animation sehr gut. Die Songauswahl ist für mich, also für meinen Geschmack, ist es, ja gut, ich glaube, die Zielgruppe dieses Films ist eher so Teenager, ja, so 13, 15-jährige Teenager, die dann halt diese Art von Musik, Generation Z, ne, die mögen das halt sehr, sehr. Es gibt ein paar Lieder, unter anderem Song von Bono zum Beispiel, wo er mit ihr dann auf der Bühne singt, fand ich auch sehr emotional und sehr schön. Und am Anfang dieses Alice im Wunderland-Szene fand ich auch richtig cool. Aber die anderen Lieder, das war halt so für die neue Generation, ist ja nichts Schlimmes, ja. Aber wie gesagt, für mich ist es ein bisschen zu neu, ja. Ansonsten hat sich der Film so ein bisschen hingezogen und langgezogen und mir fehlte da so ein bisschen die Story. Die haben einfach vorgesungen und dann haben sie so ein Bühnenprogramm im Weltall auf vorbereitet und da fand ich den ersten Teil von der Story her viel besser. Aber der zweite Teil ist nicht schlecht. Man kann sich ihn auf jeden Fall anschauen. Ich denke, Kids und Teenager unter euch, die werden sehr, sehr viel Spaß damit haben. Auch größere natürlich. Also ich sag mal, ich möchte jetzt den Film nicht einschränken, dass er jetzt nur für Kids und Teenager ist. Aber die Hauptzielgruppe, das Hauptaugenmerk liegt an dieser Zielgruppe halt. Natürlich können auch Leute in meinem Alter mit dem Film Spaß haben. Das will ich jetzt nicht sagen. Der Film ist nicht schlecht, aber hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen. Hat mich jetzt nicht so berührt. Ansonsten, man kann sich den reinziehen. Deshalb gebe ich den Film von, also es gibt ja bei mir maximal 5 Sterne, gebe ich dem Film nur 3 Sterne, Freunde. Mittelding, ja. Das ist so mein Kriterium an dem Film. Ansonsten könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Film gefunden habt. Ob ihr sagt, der Film ist doch mega geil, was laberst du da? Oder sagt, okay, stimmt, es ist jetzt nicht so der Bringer. Oder wo ihr sagt, okay, der erste Teil ist doch besser. Oder der zweite Teil ist besser. Könnt ihr mir alles in den Kommentaren schreiben. Das war mein frisch geschaut Video zu Sing 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.